Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich heute sehr auf dieses Video. Ich freue mich eigentlich schon lange auf dieses Video, muss ich zugeben, weil heute gibt es was Besonderes ins Glas. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Wir trinken oder ich trinke. Ihr kommt leider nicht in den Genuss, weil vieles nicht da. Aber ich komme heute in den Genuss eines 40 Jahre alten Whiskys. Eines 40 Jahre alten Single Malts. Absolut geiler Scheiß. Also ich persönlich freue mich wie Bolle. Ihr seht's, ich sitze wieder im Reauer Laden. Arbeitszeit sinnvoll nutzen. So, und jetzt möchte ich euch kurz erzählen, was ich mir heute in dieses wunderschöne Glas einschenke. Das mache ich nebenbei, weil ich denke, nach 40 Jahren darf der auch ein bisschen Luft kriegen. So. Ich trinke heute aus dem Hause Barry Brothers and Rudd. Wow. Einen Ronnie's Reserve. Und zwar den älteren. Den Ronnie's Reserve 1979 bis 2019. Wir haben 40 Jahre Whisky im Fass. Und einen Alkoholgehalt von 49,9%. Es gab, ich sage ganz bewusst, gab, ich gucke gerade mal nebenbei, ob er denn theoretisch noch bestellbar ist. Es gab weltweit 196 Flaschen davon, also es wurde quasi ein Fass abgefüllt. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, weil ich sag mal, die Angaben auf meinem Fläschchen hier sind mehr schlecht als recht, muss ich mir aber selber zuschreiben. Oh, ich habe gelogen. Es ist der jüngere von den beiden, weil es gibt nämlich noch einen 75er. So, der 79er ist nicht mehr bestellbar. Nein. Ja, wenn es der 75er ist, dann sind auch meine Informat bzw. meine Angaben völlig falsch. Quatsch. Wenn es der 79er ist, passt schon. 79 haben wir aufgeschrieben. Passt. Genau, dann sind es nach wie vor 196 Flaschen. Es ist das Fass Nummer 454, glaube ich. Moment. Ich hatte es gerade offen. Habe es nur dummerweise geschlossen. 545. Nee, 5454. So ist es richtig. So. Ihr kriegt den Whisky online noch. Also ich kann ihn nicht mehr bestellen, aber es gibt ihn tatsächlich noch online, zum Beispiel bei dem lieben Arne. In der Whisky Base steht er natürlich auch. Ui, okay, da bestellt lieber beim Arne, da ist er günstiger. Ja, Ronnie's Reserve, was hat uns das zu sagen? Master Distiller, ehemals Glenrothes. Dann bei Barry Brothers and Rudd als Master Blender angestellt. Ja, so, aus dem Hause Barry Brothers and Rudd kommt auch Ronnie's Reserve. Ich werde euch das wie gesagt einblenden. Boah, das Ding. Die Nase ist der Hammer. Es wird nicht verraten, welche Distille am Ende dahinter steht. Also ich blende euch nebenbei auch noch dann wahrscheinlich so ein paar Bilder von Barry Brothers ein, weil wir waren ja erst dort. Kürzlichst. Ja, auch schon wieder. Auch schon wieder 3,5 Monate her. Wow. Also da steigt eine Aromenvielfalt in die Nase. Das ist der Wahnsinn. Ich habe null Alkohol. Gar nicht. Ich habe. Was ist denn das? Ich habe was ganz leicht Zitrusmäßiges. Ich habe was ganz, ganz, ganz leicht Frisches. Wobei, nee. Nein, es ist keine Frische. Es ist Zitrus. Und es ist tatsächlich keine Frische. Es ist Wärme, was in die Nase steigt. Also ganz ehrlich, da kommen so, so viele Aromen durch.
Also, Zitrus, so ein bisschen grüner Apfel. Ja, definitiv ein grüner Apfel, weil es ist, gepaart mit der Säure, es ist nichts Süßes. Ich habe was ganz, ganz dezent Würziges. Also es ist in der Nase. Moment. Was war das gerade? Also im rechten Nasenloch habe ich ein bisschen mehr. Bisschen mehr Mandel. Während im linken Nasenloch tatsächlich so frische Kräuter durchkommen. Also so ein bisschen hatte ich noch nie. Ich würde jetzt sagen, eine Mischung aus frisch aufgeschnittener Petersilie und frisch aufgeschnittenem Schnittlauch. Also das ist ja geil. Dazu diese Mandel Bitterkeit. Ich finde auch, er hat was ganz, ganz leicht maritim Salziges. Aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Und dann eben dieser grüne Apfel. Also ihr merkt es, er ist wahnsinnig komplex. Er hat wahnsinnig viele Aromen. Und das, ohne dass auch irgendwie nur ein bisschen Alkohol in die Nase steigt. Hier die wunderschönen Lecks im Glas. Also ich muss dazu sagen, ich gehe sehr, sehr, sehr ehrfürchtig an diesen Whisky ran. Weil ich sag mal, es sind 40 Jahre im Fass. Vor 40 Jahren, ganz ehrlich, nicht nur, dass ich da noch im Rückenmark war, da war ich noch nicht mehr in den Gedanken meiner Eltern. Boah. Was habt ihr 79 so gemacht? Die meisten Kanalzuschauer sind ja doch ein bisschen älter. Nicht, das Ding ist vor Stefans Geburt destilliert worden. Ist auch krass. Was habt ihr 79 gemacht? Würde mich echt mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare. Boah, 40 Jahre, ey. Ich muss da jetzt trotzdem nach knapp 8 Minuten mal ran. Slange, ihr Lieben. Wow. Also wirklich, wow. Ich kann überhaupt nicht reden. Ich schwelge gerade so wirklich, wow. Ich überlege gerade, ob ich schon mal so einen alten Whisky im Glas hatte. Ich glaube, mein ältester, den ich mir selber mal gekauft habe, der war lustigerweise auch 79 destilliert, aber 2010 abgefüllt. Ich muss noch mal. Wow. Also er kommt beim zweiten Schluck noch wesentlich, wesentlich sahniger und cremiger als beim ersten. Wo der erste schon sehr, sehr sahnig und cremig war. Erst beim zweiten Schluck macht er die Zähne wundervoll stumpf. Ihr habt eine Aromenvielfalt am Gaumen, auf der Zunge von, ich sage jetzt mal, frisch gemähter Wiese. Also wirklich total geil, total kräutrig. Dann kommt diese Mandelbitterkeit dazu.
Das Ding hat Kraft ohne Ende, aber ohne, dass der Alkohol irgendwie stört oder aufdringlich ist oder sonst irgendwas. Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Die frische, Quatsch, der frische Apfel, der grüne Apfel, bleibt in der Nase, wird stärker dabei. Boah, ist das ein geiler Whisky. Ich brauche einen Lottogewinn. Ich habe gerade festgestellt, kurz bevor ich getrunken habe, im Abgang hat er so ein bisschen Kakao. Und jetzt beim dritten Schluck kommt wirklich dezent, zurückhaltend eine Chili-Schärfe auf der Zunge. Aber ganz ehrlich, an dem Ding kannst du dich kaum, wenn ihr diese Flasche kauft, verspreche ich euch, sie steht garantiert ewig bei euch. Und zwar nicht, weil es schmeckt, sondern weil du dich so ewig an einem Kackglas aufhalten kannst. Boah, ey, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal einen so ehrlichen, straight Bourbon Fass gelagerten, geilen, Aromen gepaarten Whisky getrunken habe. Also wirklich toll. Wenn ihr ihn habt, wenn ihr irgendwo ein Sample davon herkriegt, ey, trinkt das. Wegstellen, nein, Whisky ist zum Trinken da. Und das ist mal wieder so ein Beweis. Was habt ihr davon, wenn ihr eine Flasche für 1000, 1500 Euro kauft und lasst so einen geilen Scheiß verschlossen im Regal stehen? Macht keinen Sinn. Boah, also ich rieche jetzt noch eine viertelhalbe Stunde an einem Glas, bin ich mir relativ sicher, und versuche hier die letzten Tropfen rauszukriegen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Möge er genauso toll sein wie meiner nach diesem Drum. Ja. Boah, geil. Schönen Tag euch noch. Ciao.